Ja, hallo und herzlich willkommen zur Galactic Junk League. Dies ist ein früher Alpha-Stadium und ich mache hier mal ein angezockt, angeglupscht, angeguckt draus. Hier steht auch jetzt Alpha Release drauf. Das Spiel scheint, ich habe mich jetzt nicht informiert, schäme ich mich jetzt dafür, aber es scheint in der Unity Engine zu laufen. Einfach schon daher, wie am Anfang die Einstellungen aussahen für das Spiel. Genauso wie auch bei From the Depths, so ein kleines Fenster mit derselben Optik. Ich denke, es ist Unity. Hat einen etwas popartigen und cartoonartigen Artstyle für sich. Ist quasi ähnlich, sehr ähnlich wie Robocraft. Die Referenz ist sehr eindeutig irgendwo, abgesehen davon, dass es nicht Craft im Namen hat. Man hat ein Fahrzeug und fliegt es gegen andere, was man selber baut. Das sind die größten Gemeinsamkeiten, aber auch viele kleinere Gemeinsamkeiten. Man hat ähnlich wie andere Fahrzeug-Vehicle-Kampfspiele verschiedene Garagen mit verschiedenen Fahrzeugen da drinnen. Und auch wie bei Robocraft baut man hier aus Blöcken sein Fahrzeug zusammen. Man kann hier die Blöcke ausmachen, auch wenn die hier ein bisschen kompliziertere Texturen haben, wie jetzt in Robocraft. Auch hat es hier einen Kern, quasi wie ein Pilotensitz. Dann gibt es Antriebe, Waffen und anscheinend auch Module, wie man hier sieht. Ich habe das ganz besonders aufgebaut. Fahrzeuge haben verschiedene Fähigkeiten, die sie einsetzen können, verschiedene Waffen, die man wechseln kann. Also sehr wie im jetzigen Robocraft eigentlich. Mit ein paar Einschränkungen, was also vergleichsmäßig. Wie gesagt, der Pilotensitz, den gibt es zum Beispiel nicht mehr in Robocraft. Den hat es hier aber quasi noch. Wie hier das Pay-System aussieht, das weiß ich auch noch nicht. Ihr seht hier oben, die sind irgendwelche. Das sind wirklich eine richtige First Impression hier. Ich habe noch nichts gemacht hier. Irgendeine Währung hat es hier. Ich habe hier irgendeinen Cruiser Level 20, was mir jetzt nichts sagt. Das sind Fahrzeuge, die waren schon vorher hier vorhanden. Können wir das hier mal ein bisschen angucken. Sehen alle sehr nett aus. Ich wette, man kann hier sehr schöne Sachen zusammenbauen. Sieht man auch wieder verschiedene Sachen. Ich weiß nicht, was das alles hier ist. Man kann wohl auch die Platten außen bringen, wahrscheinlich mehr. Hinten die Antriebe entsprechend. Ja, ich würde sagen, ich nehme einfach mal so ein Fahrzeug. Das Battleship sah cool aus. Viele Waffen dran, das sind alles Laser. Und man kann die Sachen auch färben, wie man hier sieht. Verschiedene gleiche Teile, aber verschiedene Farben. Und gucken mal, aber Shop ist noch nicht da. Block, Select Components. Können wir uns jetzt mal hier erstmal gucken, was haben wir denn hier alles? Hüllen, 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 ne? Okay. Dann gibt es Side Thruster, Rear Thruster, Gyroskop. Die sind wahrscheinlich, genau, Rotation. Die können so Lenk Thruster. Und die hier baut man seitlich an, damit man Schub hat. Und die hier sind die Thruster, die man hinten dann baut. Das ist einfach nur der Anbrennpunkt an anderer Stelle. Denn das hier die ja, Rotations- bzw. Steuerdüsen sind. Ah, hier hast du dann die Armor Plates. Für die Außenrüstung, die wir schon gesehen haben. Sehr, sehr ähnlich wie Robocraft, ne? Tetra, Inner, man kennt es. Energiegeneratoren und Batterien. Also man hat auch ein Energiemanagement hier. Sowie auch andere Backup-Batterien. Ach, das sind die Fähigkeiten. Defensive Mode, Gravitation Wave, Damage Absorb und Shield. Interessant. Diese Sachen kosten wohl AP. AP wird wahrscheinlich das hier sein. Die wird man bestimmt an den Kampf verdienen. Come Abilities, Battleship Abilities. Okay, Battleship Abilities sind dann nur für große Fahrzeuge. Und Come Abilities sind kleinere. Mhm. Wir haben Phaser und Heavy Laser. Cruise Missiles und Rocket Launchers. Gauss-Kanonen, Gatling-Gauss, oh geil. Coole Sachen. Also, Visual Add-ons, das ist wohl, Lights, Bridge, ja, das ist kosmetisch, in einer gewissen Form. Die haben aber auch HP, 60 HP. Die Armor hat allerdings doppelt so viel HP. Und man sieht hier auch, ganz witzig, die Einheit, die etwas kostet, heißt hier auch CPU. Na, da ist wieder die Ähnlichkeit zu Robocraft zu sehen.
Ich habe es jetzt auch nirgendwo woanders die Einheit CPU gesehen, außer jetzt hier in diesem Spiel und vorher in Robocraft. Feedback. Hier kann man Feedback geben. Da geht eine Homepage auf. Das ist jetzt nicht so praktisch. Sorry dafür, da bin ich mal kurz rausgeswitcht. Ich hoffe, die Aufnahme ist okay. Gut. Dann, wie gesagt, wollen wir mal reingehen. Wir haben den Practice. Da gucken wir gleich erstmal direkt. Team Battles. Ach, und Custom Games. Enter Custom Game with your friends. All players must type in the same game name to enter. Ja, siehst du, das ist das, was in Robocraft gerade aktiv auch besprochen wird. Wie wir sowas schnell einführen können, ob es eingeführt wird, in welcher Weise. Wo es auch ein bisschen Konkurs im Forum gibt gerade. Da hat Marc Stellung zugenommen. Manche sind nicht ganz auf Marks Seite. Marc macht da so einen langsamen Approach. Aber egal, es geht ja nicht um Robocraft. Ich höre jetzt auch um Robocraft zu reden. Machen wir später. Ich finde es schlimm, dass hier kleine Kinder gegen großbrutale Leute kämpfen müssen. Der Artstyle ist nicht ganz mein Ding, muss ich sagen. Im Spiel allerdings, hier sieht man das, den Artstyle nochmal richtig heftig. Nicht mein Fall. Irritiert mich eher so ein bisschen. Nochmal die Steuerung. Und man kann sich hier wohl frei bewegen. Achso, es geht noch los. Die Zeit läuft. Wollte mich schon bewegen, aber es ging nicht. Hold O for Controls. Achso, hier werden also Erklärungen gemacht. Energie, Waffen, Overload, don't let your energy reach null. You get into Overload, which is really bad. Solche Sachen, das ist gut, dass hier Spielfeatures grundlegend erstmal erklärt werden. In den anderen, sagen wir mal, dem Spiel, was jetzt die Konkurrenz ist, wird sowas oft weggelassen. Das ist sehr schön, dass es hier etwas erklärt wird. Weapon Panel displays the status of weapon turrets on your ship. Ich habe eine destroyed weapons, oder alles was rot ist sind destroyed weapons, okay. Ich habe hier Laser. Ach, und die, das verändert sich da rechts, das blaue. Okay, ich sehe also, welche Lasers schießen können. Und welche nicht. Wenn ich jetzt hier runter gucke, sind das deutlich weniger, die ich feuern kann. Aber nach oben hin deutlich mehr. Das ist interessant. Da weiß man, in welche Richtung man effizient halt ist. So Breitband hier nach oben noch. Da kann ich es gut hinziehen. Nach ganz oben sehr gut. Ich habe noch zwei Laser unten, die können nicht schießen. Was man erkennen kann, dass die Balken nicht gefüllt sind. Schön, schön. Charging Weapons ready to fire. Die sind dann blau. Charging sind dann, wenn die dunkel sind. Dunkelblau. Out of Position ist, wenn der Balken klein ist. Wie schon gesagt. Destroyed Weapons sind dann rot. Mit F kann man Waffen wechseln, aber wir haben nur Laser. Okay, jetzt bewegen wir uns mal ein bisschen. So kann man links und rechts. Es ist ein bisschen behäbig, denke ich mal, weil hier, wir sind im Weltraum und ich habe das größte Schiff genommen. Man hat aber auf Q und E den Strafe. Das ist der Strafe, den ich mir auch gewünscht habe in anderen Spielen. Auf welche Art und Weise man den einfügen sollte. So hat man nämlich absolut freie Möglichkeit, sich zu bewegen. Ich kann strafen, mich gleichzeitig nach links dabei drehen und somit eine Broadside, wie hat man das hier, volle Bandbreite hier auf dem Gegner aufrechterhalten, wenn ich jetzt so ein Schiff hätte. Was dafür gemacht sein sollte. Ich denke mal, dieses Schiff hier schießt nach vorne und nach oben besonders gut. Das heißt, das sollte ich vielleicht daran denken, wenn ich das fahren sollte. Also bewege ich mich nach vorne. Man sieht so ein bisschen die Bewegung an den Partikeln, die man in der Umgebung sieht. Texturen sind noch ein bisschen knapp gehalten. Kann aber auch sein, dass der Artstyle das so möchte, dass die Texturen so simpel sind, einfarbig. Was gibt es noch zu sehen auf O? Wenn die Fähigkeit mal genauer erklärt. Egal, ich glaube 3 ist ganz eindeutig. Wir sind auch schon in Reichweite. So ein Blinkding. Dann blinke ich mir jetzt unter ihm. Okay, es hat nicht geklappt. Unter ihm. Ah, ich habe ihn gerade gerammt, oder? Ich ramme ihn mal. Guck mal, was passiert. Nichts. Wenn ich aber Piu-Piu mache, geht er ganz schön down, ne? Warum schießen jetzt gerade nur einen Laser?
Auf Steuerung gehe ich runter. Ist sogar richtig schnell. Und es ist auch hier Teil des Spiels, dass man Sachen abtrennen kann vom Kern oder von dem Hauptteil des Schiffes, um so eine Zerstörung herbeizuführen. Wie groß das der eigentliche Schaden ist, den man hätte machen können normalerweise. Aber wenn ich jetzt direkt unter ihm bin, guck mal, wo meine Laser jetzt alle feuern können. Muss ich direkt unter ihnen sein. Kann ich nicht auf Ego an sich gehen? Ist noch mal ein Schiff im Weg? Das ist doof. Na gut. Dann feuere ich mal volle Kanne drauf. Kann man jetzt nicht sehen, also lassen wir das mal. Gehen wir wieder hoch. Ich habe in der Mitte das Leuchtende gesehen. Das muss der Kern sein. Gucken wir mal, was passiert. Ja, zerstört durch Kernbruch. Und wir blinken mal zum nächsten. Dann benutzen wir mal, keine Ahnung, diesen Generator. Ich nehme an, ich habe jetzt mehr Energie. Man sieht auch, die Energie wird gar nicht leer, solange ich den Generator aktiv habe. Jetzt ist er aber weg. Ja, das ist definitiv eine super Sache. Und die Batterie, wie geht die? So, die füllt einfach auf. Ja, und das vierte. Das ist das Schutzschild. Oh ja, hier machen wir ein bisschen runter. Also da habe ich schon einige Ideen, wie man es besser machen könnte. Die Waffen können ja nicht überall hinschießen. Allerdings muss man auch sagen, dieses Schiffchen hier kann sich sehr langsam drehen. Wenn es nicht überall Waffen hätte, auf denen man überall hinschießen kann, dann könnte man sehr einfach ausmanövriert werden, dass die Waffen nicht schießen können. Aber vielleicht kann man irgendwie eine bewegliche Variante machen. Ein bisschen empfindlich die Steuerung, wenn man zoomt. Irgendeinen Grund ist sie tatsächlich sogar empfindlicher dann. Oder bleibt gleich schnell. Na gut. Das war jetzt das Battleship hier im Test. Gucken wir mal, was der andere Modus sagt. Ein 5 vs 5 Team Deathmatch. Painted Game. So, die Frage ist jetzt, wir sind ja in der Alpha und ich habe heute früher von Arbeitsschluss machen können. Es ist 15.20 Uhr. Wie schnell findet man jetzt ein Spiel in so einer Alpha? Na, das könnte ein bisschen dauern. Und um das zu überbrücken, mache ich einen kleinen Cut hier rein. Wir sehen uns dann im Spiel hoffentlich. Bis dann. Es gibt hier jemanden im Chat, der sagt, man könnte mal ein Custom Game namens YouTube entern. Ist wahrscheinlich selber einer, der aufnehmen möchte und irgendein Spiel erreichen möchte. Daher nehme ich heraus, dass es nicht einfach ist, ein Spiel zu starten. Ich werde mich mal bei ihm dann quasi über diesen YouTube-Namen dann melden. Auch ist mir aufgefallen, hier die Fähigkeiten, hier kriegt man auch ein bisschen Erklärungen. Und man hat hier unten noch ein bisschen Stats, das habe ich eben auch nicht gezeigt und so. Naja, jedenfalls, damit bin ich jetzt immer noch in der Warteliste. Ich möchte aber jetzt, nehmen wir dafür auch den Battleship, weil ich eben schon den Battleship kennengelernt habe, diesen YouTube-Game mal ausprobieren. Wie sieht das aus mit den Custom Games? Ja, ich bin jetzt hier alleine. Kann ich jetzt immer noch ins Global schreiben, weil... Warum hänge ich jetzt hier alleine rum, wenn es eigentlich heißt, Custom Game, kommt bitte alle rein. Na? Kann ich jemanden einladen oder so? Ach, ich kann gegen AI spielen an der Stelle, interessant. Das ist nicht schlecht. Wir haben den Fist-Clan und die Zombie-Hipsters. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber ich kann jetzt nicht mehr... nicht mehr im Dings schreiben. Im Global. Also gehe ich nochmal raus und gucke, dass wir zusammen in ein Spiel reinkommen. Okay, ich habe nochmal gesagt, ich gehe jetzt in dieses Custom-Game namens YouTube und man sieht, es füllt sich doch ein paar Leute.
Und, oh, jemand hat das Spiel gestartet. Wir sind aber 2 gegen 1. Wer hat das überhaupt gestartet? Und wie kann man das starten? Ich bin zuerst hier reingegangen. Na gut, wir haben jetzt ein unfaires Spiel. Ich hätte dann gerne die AI gerne gesehen. Hätte ich jetzt die Chance gehabt, die hinzuzufügen, hätte ich das noch getan. Aber gut, wir werden erstmal von dem Kampf berichten. Wo ist unser Kollege? Da oben. Ach, ich habe schon wieder das falsche Fahrzeug genommen, das kleine. Das hat auch Laser. Ich sehe 4 Stück oben drauf. 3 unten drunter. Wenn ich also jemanden genau gerade vor mir habe, kann ich ihn am besten beschießen. Ist auch etwas träge. Hat diesen Defense-Modus an, den mache ich mal aus. Oder? Kann ich nicht, der bleibt irgendwie an. Wo ist denn der Feind? Ich lege mich erstmal hier zu ihm hin. Da vorne ist er. Warum kann ich nicht schießen? Geht doch. Er ist deutlich schneller als ich. Und bringt mich um. Ich versuche gerade die ganze Zeit mit Shift runter zu gehen, aber das klappt natürlich nicht. Ich habe auch gar keine Ahnung, was die Fähigkeiten gerade alle machen. Also so sieht man zwei zerstörte Schiffe im Universum rumschweben. Was ist das da unten? Ach, schade, dass man nicht nach unten und oben teleportieren kann. Das leuchtet so. Dass die erstmal sich einmal gegen das kaputt hauen. Offensichtlich ist es einfach nur ein Kill-Counter. Klassisches TDM. Okay. Das hier macht nichts. Fragt man sich, was ist das? Ist ein rotes Licht und was macht es? Es leuchtet rot. Weiß nicht, wo der andere ist. Oder ob es hier noch ein anderes Objective gibt. Die Teile mit den roten Lampen sehen irgendwie danach aus, als wäre damit was geplant. Oh, hast du auf ihn geschossen? Ja, Rahmen bringt nichts, ne? Ist er noch da? Er ist noch da, okay. Boah, ist noch deutlich schneller. Ich muss mir mal ein eigenes Fahrzeug bauen. Das wird als nächstes kommen. Das hier ist einfach nur lahm. Auch ist das ein bisschen wenig, Leute, hier. Der eine ist disconnected. Ach, sieh an, der andere könnte auch disconnected sein. Gut, gehen wir hier auch mal raus. Was soll's? Gucken wir uns das Bauen an. Ich möchte ja jetzt ein neues Schiff bauen und ich sag jetzt, ich delete die Schiffe. Ich hoffe mal, ich kriege die Teile. Blocks. Na? Oder brauche ich die Teile gar nicht? Also ich kann die ganze Zeit benutzen und die sind die ganze Zeit freigeschaltet und ich habe unendlich viele davon. Ich sehe jetzt keine Anzeigen. Und wo ist diese AP-Anzeige, die vorher da war? Vielleicht, wenn ich New Ship mache. Ach, man wählt direkt schon so eine Art Unterklasse aus. Practice Ship Class is my equip only basic components and abilities. Okay, warum soll ich ein schlechtes Schiff nehmen? Das muss ich mir mal erklären. Es hält sehr viel aus, aber naja. Ich könnte wohl den Destroyer nehmen. Der Destroyer ist überall medium und gut im Schaden. Und ist leicht gerüstet. Ich nehme mal das Schiff hier. Oder warte mal. Ist das dann ein komplett neues Schiff dann? Nee, ist nur der Kern.
Bin ein bisschen komisch, ob man direkt so Klassen auswählt. So, jetzt muss man hier mit dem Bildmodus klarkommen. Inventory ist Tab. Ich scheine wirklich eine unendliche Anzahl aller Teile zu haben. Dass jetzt die ganze Zeit da Escape steht. Okay, es ist weggegangen. Gut. Ich habe jetzt hier Hüllenblöcke. Die Hüllenblöcke halten was aus. A-Blöcke halten mehr aus. Aber A-Blöcke verbinden wahrscheinlich nicht in alle Seiten. Hüllenblöcke wahrscheinlich überall hin. Haben wir denn nicht mal auf O wieder? Ja. Haben wir denn irgendwie einen Mirror-Modus? Nee. Aber wir können Block-Shortcuts benutzen, die man einstellen kann. Oder halt manuell. Ach, hör auf, mir das immer zu sagen mit dem Escape. Das nervt doch. Gut. Welche Fähigkeit wollen wir haben? Ich möchte auf jeden Fall den Tactical Jump haben. Ich verbinde diese ganzen Module, würde ich wohl sagen, in Kernnähe. Vielleicht nicht unbedingt am Kern. Weil ich würde jetzt behaupten, jetzt habe ich das auf dem Shortcut hier, was ich gar nicht wollte. Naja, ich würde behaupten, dass diese Teile hier wahrscheinlich, genau, keine Verbindung haben. Und wenn ich alles am Kern verbinde, dann verliere ich sehr schnell die Verbindung zum Kern selber. In dem Falle... Ach. Rein da. Wie kann ich das editieren? Ah ja, da. So. Gut. Erstmal ein paar Hüllen da dran setzen. Das wollte ich eigentlich sagen. Wir haben keinen Mirror-Modus. Dann müssen wir also einfach leben. Ich werde dann aber wohl... die Module dann zumindest in Kernnähe anbringen. Haben wir eigentlich irgendwo eine Begrenzung? Wir haben ja CPU, aber wo steht das? Wir haben... Okay, wir haben noch 1306 CPU über. Was übrigens eine super Art und Weise ist, zu sagen, wie viel CPU man noch hat. Einfach sagen, wie viel man noch zur Verfügung hat, anstatt zu sagen, das hast du benutzt, das ist dann maximal. Die Zahl, was ich noch über habe, ist genau die Zahl, die ich brauche. Ich habe ja auch AP, wahrscheinlich ist das irgendwas mit so, wie viele Waffen und Module ich dran setzen kann. Bevor er dann irgendwas sagt. So, ich möchte jetzt... Genau, hier war die AP-Kosten, das waren CPU-Kosten, AP waren bei Modulen. Und Waffen kosten auch CPU. Okay, dann sollte ich wohl die AP-Kosten irgendwie ausnutzen. Wir haben hier Tactical Jump. Der kommt hier ran. Was bringt, wenn ich zwei mache? Das bringt nichts, okay. Auch mal testen. Den Generator Overload, den auf jeden Fall. Ich meine, wir haben... ich möchte hier ein Teil bauen, was absolut krass Schaden macht. Generator Overload. Damit erhöhe ich diesen Speed. Bald habe ich natürlich dann keine AP mehr über. Ich möchte auch schnell sein. Wie viel habe ich jetzt noch? 40. Gibt es eigentlich was für 40? Sieht nicht so aus. Es könnte höchstens noch einen Generator Overload nehmen. Das macht aber keinen Sinn. Nee. Destroyer Ability, Artillery Mode. Allows the ship to deploy into Artillery Mode. Increase its range, but also allows a movement by half. Okay. Und das hier, Max Enemy Ship. All ships on your team receive a damage bonus against it. The mark has unlimited duration. Okay, ist das wirklich nur für befreundete Ziele? Weil mir geht es ja momentan darum, dass ich das machen kann. Creates a protective shield around the destroyer. Okay. Was soll ich das machen? Oh ne, da muss ich stehen bleiben für. Na gut, dann ist das wohl mein Kern.
Den sollte ich dann noch, kann man die irgendwie kopieren, die Sachen? Nee, das geht auch nicht. Einmal füllen quasi. Ich brauche noch, ich glaube, Energy Generators. Basic Energy Generator increases energy production of the ship. Muss ich auch noch irgendwie anarbeiten, vielleicht. Mal gucken, ob ich sie nicht besser irgendwie hier reinkriege noch. Hier sind ja schon Hüllenteile. Frage ist, wie viel Energie brauche ich denn? Batteries. Darin wird dann halt immer deine Energie gespeichert. Unten dieser Balken, wo steht, wie gut ein Schiff ist, scheint sich nicht zu groß zu verändern. Ah, hier sieht man keine Verbindung. Das ist der Nachteil bei solchen Sachen. Dann sollte ich das anders machen. Ich werde hier die Hüllendinger hinsetzen. Die Blöcke. Hier dran. Warum hält das eigentlich zusammen dann? Es hält. Egal, mache ich mir jetzt keine Sorgen drum. Jetzt nehme ich diese Batterien. Setze jetzt dazwischen. Plop. Plop. Das hält auch nicht. Plop. Gut, da muss ich jetzt aber noch ein paar mehr Hüllen drum machen. Halt, um diese wertvollen Module zu beschützen, aber auch dafür zu sorgen, dass da genug Verbindungspunkte irgendwo sind. Ich denke, ich mache das auch hier eine Schicht drüber. Jetzt vermisse ich den Mirror-Modus. So, wir haben hier Energie, Generatoren und Module da drin jetzt. Und ich hoffe, dass es genug Energie, Generatoren und Module sind. Was haben wir noch? Jetzt müssen wir daraus irgendwie ein bewaffnetes Schiff machen mit Panzerung. Und wenn es geht, auch ein bisschen Style hier und da. Wir brauchen Schub und Lenkung. Und ich möchte eine Menge von den beiden haben. Aha. Also das hier hat vierfachen Schub. Ne, mehr als vierfachen Schub. Ein vielfachen Schub eigentlich. Wie dieser hier. Weniger CPU verhältnismäßig. Ist aber ziemlich fett. Aha. Ich kann nur einen davon platzieren. Gibt es eigentlich eine Richtung hier? Nach dahin, ne? Dann mache ich das hier hinten dran, ne? Ich hoffe mal, dass das die Baurichtung ist. Das erklärt er mir nämlich gerade gar nicht. Geh mal davon aus. Gut, da möchte ich den Gyroskop möglichst lang behalten.
Deswegen kommt das Ding an hinten hin. Dann hauen wir da mal ein paar Thruster dran. Hier noch mehr Gyroskope. Und die Rear Thruster. Schauen wir mal, wie sich das jetzt bewegt. Da haben wir so einen Kasten gebaut. Play. Enter with auto required blocks. Was sind die required blocks denn? Brauche ich noch Waffen? Immer noch keine Energie. Ach, Weapon, ja, da ist so eine Abhakliste, die ich vorher komplett ignoriert habe. Dann machen wir das so. Ich probiere den Unterschied aus zwischen... Was? Mein... Oh, shit. Das ist nicht gut. Was habe ich denn so ausgegeben hier? Ja, die kosten schon gut CPU. Was da, das da und das da. Da geht das schneller weg, als man denkt, ne? Na dann. So, muss das reichen? Pedern wenig. So, einmal die Gauss Cannon. Und die Gatling Gauss. Im Vergleich. Kann man noch mehr Waffen dranhauen als nur zwei? Irgendwie Cruise Missiles. Offensichtlich habe ich immer nur so einen Verbindungspunkt. Achso, ich habe mich schon für Gauss entschieden. Also bleibt bei Gauss. Ich habe ja noch eine Uber-Cannon. Die Uber-Cannon ist super Gauss. Okay. Okay, man kann auch nur zwei Gauss-Waffen dran haben. Ja gut, dann sind wir soweit, wir können das erste Mal ein Practice machen. Ah, dieser Artstyle. So, wir haben den Speed, wir haben den Generator und den Jump. Gucken, wie schnell wir dann so sind. Oh ja, wir sind beweglich. Bin ich aus Grobmatsch mal ganz gut geklappt. Wenn ich jetzt den extra Overburner raushole. Geht ganz gut ab. Quasi ein MG. Und das ist eine kleine Kanone. Ja, komm. Nicht schlecht. Kann die Kanone so weit? Ich glaube, die Kanone kann nicht so weit. Fühlt sich ein bisschen komisch an das Zielen. Kann die so weit? Okay, die Kanone hat eine größere Reichweite. Das war zu weit wieder, ne? Ne, das ging auch. 2600 ging nicht. Muss mich ein bisschen lenken. So. Ja, ich denke, das ist wirklich zu weit.
Und es reicht auch anscheinend nicht aus, eine Waffe zu haben, um die Energie aufzubrauchen, die ich jetzt hier habe. Da muss man einfach ein bisschen ausprobieren, was man jetzt braucht, energiemäßig. Um ein gutes Fahrzeug zu bauen, muss man halt wissen, was wie viel Energie kostet, wie viele Generatoren brauche ich. Ah, die Kanone ist schon nice. Ja, das, wie sich die Maus anfühlt, ist ein bisschen seltsam. Hier ist der Kern. Wenn ich jetzt drauf schieße, müsste es ziemlich schnell in den Arsch gehen. Ja, Killing Spree. Ich erkläre dir jetzt den Krieg. Also während die eine Waffe nachlädt, kann die andere schießen. Ja, es könnte ein interessantes Spiel werden, was jetzt Bauen angeht. Das ist jetzt nur ein Klotz. Aber man kann hier noch eine ganze Menge interessante Sachen machen. Plötzlich das große Gyroskop sollte jeder benutzen, wie es mir erscheint. Man kann auch nur eins davon drauf haben. Da kannst du nicht hinziehen, ich weiß. Ja, yeah, nice. Gut, ich würde sagen, das ist erstmal die First Impression. Ich beschäftige mich noch ein bisschen weiter mit dem Spiel. Wenn ich vernünftige Eindrücke habe, wenn ich zum Beispiel ein bisschen mehr weiß, wie Dinge gut funktionieren, wie man sie ja, gut macht, dann mache ich noch ein paar mehr Videos zu dem Spiel. Es ist noch in der frühen Alpha. Ja. Viele Dinge, wie zum Beispiel gerade das jetzt hier immer, dem Drehen, könnten noch verbessert werden. Und das jedes Mal von neuem drehen. Ja, dann bis zum nächsten Mal und GG.